Hey ho, willkommen zurück. Nicht verwirrt sein, ich weiß, hier haben wir nicht aufgehört, aber wir müssen gerade mal zu einem anderen Bahnhof, also zu einem anderen Stadtteil, und daher bin ich jetzt schon mal eben mit der Bahn gefahren. Es ist nämlich so, ich habe mal eine Quest übersehen. Da gab es auch mal letztens einen Teil, wo im Titel stand Mission übersehen. Da habe ich nämlich eine Mission übersehen, und zwar war das bei der Leiche, die auf dem Boden lag, die schon, naja, die halbe Leiche. Da fehlt ja der komplette Unterteil der Person. Und da ist eine Person gewesen, direkt nebenan, mit der ich reden könnte. Aber ich habe mal nachgeschaut, ich habe sie nicht angequatscht. Frag mich nicht, warum ich die nicht angequatscht habe. Ich habe alle anderen angequatscht, außer ausgerechnet die Mission für mich gehabt hätte. Ich habe keine Ahnung, warum ich sie nicht angequatscht habe. Jedenfalls müssen wir dafür, ich glaube, hier war das, ne? Ich habe nämlich auf der Karte geguckt, wo das nämlich war. Ich habe nämlich das Glück gehabt, dass ich da dann die Karte aktiviert habe. Und das müsste da sein, ja. Da ist auch der Gulli-Deckel. Ja, da müsste ich hin. Das ist ja direkt hier um die Ecke. Und hoffentlich ist die Mission noch dort. Hoffentlich. Weil es heißt ja, dass die man die Mission schnell annehmen soll, bevor die unsere Hilfe nicht mehr brauchen. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Hier ist noch alles mit Absperrband. Hoffentlich ist die Frau jetzt immer noch hier. Da steht sie. Da steht sie. Du bist das. Du standst hier, glaube ich, schon immer. Hier, da ist die Leiche, die ich meinte. Da ist der Montag. Der... Wie heißt du nochmal? Detektiv, genau. Ich habe gerade irgendwie an Doktor gedacht. Und jedenfalls, da ist die Frau. Wir dürfen ihn nicht davon kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich hab nicht mit ihr geredet. Frag mich nicht, warum. Hi, Daria. Wurden Sie geschickt, um mich zu beschützen? Naja. Ich kann ja mal fragen, was du für Hilfe brauchst. Hi. Hallo, Daria. Ich kenne Sie. Wir sind Nachbarn. Ich habe Sie in unserem Haus gesehen. Sie sind schwer zu übersehen. Sind Sie zufällig hier, um zu ermitteln? Nein, mich hat niemand geschickt. Was ist hier passiert? Es ist schrecklich. Eine augmentierte Frau wurde ermordet. Direkt vor unserer Wohnung. Sie war in meinem Alter. Es ist traurig, dass man in der Sache nichts unternehmen wird. Ob die Opfer stehen auf der Prioritätenliste der Polizei ziemlich weit unten, wie die Hunde auf der Straße. Sie sind kein Polizist, oder? Ach so, soll ich darauf antworten? War ich mal. Ich war mal eine alte Gewohnheit. Nein, bin ich nicht. Ich arbeite jetzt für jemand anders. Eine andere Behörde. Eine andere Behörde? Ist ja egal. Also wir helfen so und so. Ich arbeite jetzt für jemand anders. Eine andere Behörde. Perfekt. Sind Sie ranghöher als die Polizei? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Der Detective hier, er ist nicht bei der Sache. Ich habe den Eindruck, es ist ihm egal. Was ist mit Ihnen? Was interessiert Sie daran? Morbide Neugier? Oh Gott, nein. Ich will nur nach Hause. Detective Montag. Er sagt, ich muss bleiben. Er glaubt, ich hätte was gesehen. Haben Sie was gesehen? Vielleicht. Ganz ehrlich. Ich würde lieber nichts sagen, denn wenn ich etwas gesehen hätte und davon erzähle, dann bringt mich das doch in Gefahr. Was ist mit ihrem Zopf los? Der flutscht die ganze Zeit durch ihren Körper. Das sieht so etwas von doof aus. Auch wenn es jetzt gerade nicht darum geht. Ich muss es jetzt einfach mal gesagt haben. Sie sind vielleicht schon in Gefahr. Der Mörder könnte sie als Schwachstelle sehen. Sie mögen nicht viel von der Polizei halten. Mir geht es da nicht anders. Aber das heißt nicht, dass sie Informationen zurückhalten sollten. Es ist normal, Angst zu haben. Ist es das? Ja, doch, ist es. Sie sind vielleicht schon in Gefahr. Man könnte sie als Schwachstelle sehen. Ja, erschrecken will ich sie jetzt auch nicht. Ich beruhige sie. Sie mögen nicht viel von der Polizei halten. Mir geht es da nicht anders. Aber das heißt nicht, dass sie Informationen zurückhalten sollten. Die sind unfähig, mich zu beschützen. Sie wollen es nicht und es fehlt ihnen der Mut. Wie dem auch sei. Es ist wahrscheinlich ihre beste Chance, bei dem Fall zu helfen. Ich weiß. Es ist nur, ich traue der Polizei nicht. Bei ihnen würde ich mich sicherer fühlen.
Sie haben ein nachvollziehbares Interesse. Sie sind augmentiert, genau wie das Opfer. Und Sie sehen aus, als könnten Sie mich wirklich beschützen. Es ist nicht mein Fall. Aber vielleicht könnten Sie helfen. Bitte, Herr Nachbar, reden Sie mit Detective Montag, nur zur Information. Er soll nicht denken, er wäre im Urlaub, nur weil das Opfer ein Opti ist. Ja, mach ich. Nö, ich nehme an. Was würde er denn sagen, wenn ich nicht annehme? Wie gesagt, es ist nicht mein Fall. Doch, wir helfen. Adam, los, du wirst jetzt helfen. Ich befehle es dir. Ich frage den Zuständigen, okay. Ich frage den zuständigen Beamten, wie weit er mit den Ermittlungen ist. Wenn ich ihm helfen kann, helfe ich. Danke. Sollte mir noch etwas einfallen, kann ich Sie dann irgendwie kontaktieren? Wollen Sie mir jetzt schon davonlaufen? Bei der ersten Gelegenheit. Jetzt ist kein Zeitpunkt, um in der Kälte zu stehen. Ich will nur nach Hause, die Tür verrammeln und nie wieder rausgehen. Natürlich warte ich, bis Detective Montag es erlaubt. Und ich werde versuchen, alle Ihre Fragen zu beantworten. Ich gebe Ihnen Zugriff auf meinen Infolink. Dann stehe ich Ihnen immer zur Verfügung. Danke, Herr Nachbar. Hey Adam, muss ich warte über die Sache reden. Kleinen Hof an der Halabi-Straße. Warum wo bist redet du? Sie mit Tut ihr, mir leid, ich wurde ihr. Aufgehalten. Bin unterwegs. Beeil dich. Dass Alex aber immer dazwischen quatschen muss. Egal ob ich gerade rede, egal ob ich gerade in einer Unterhaltung bin, die quatscht immer dazwischen. Die kann damit nicht aufhören. So, Detektiv Montag. Ich wähle mal eben die Mission aus. Ja, Nebenmission, da ist sie doch. SM10. Der Harvester. Mit Montag reden. Für den Tatort ist ein Polizist namens Montag verantwortlich. Daria bezweifelt, dass er in der Lage ist, den Mörder zu finden und für ihre Sicherheit zu sorgen. Ich habe ihr versprochen, der Sache nachzugehen und das machen wir jetzt auch. Hallo, Detective Karl Montag. Wie hast du verärgert um diesen Dienst? Daria hat also tatsächlich mit Ihnen geredet. Zu mir hat sie kaum zwei Worte gesagt. Was kam dabei raus? Hat sie was gesehen? Sie meinen Ihre Zeugin da drüben. Sie ist noch nicht sicher. Wieso nicht sicher? Entweder hat sie was gesehen oder nicht. Sie hat Angst und glaubt, sie könnte in Gefahr sein. Ich habe ihr gesagt, es sei alles okay und der Täter würde gefasst. Ich würde das gern glauben. Geht mir genauso. Aber wie Sie sehen, war das Opfer augmentiert, so wie Sie. Das macht die Sache komplizierter. Als Cop in dieser Stadt geht es nicht immer darum, das Richtige zu tun oder etwas richtig zu machen. Okay. Es gibt keinen Grund für Komplikationen. Jemand wird ermordet. Sie suchen den Mörder. Ob das Opfer ein Opti war oder nicht, spielt aber keine Rolle. Sie sind zu nachsichtig mit der Polizei. Aus meiner Sicht ging es hier nie darum, das Richtige zu tun. Okay, Zusammenhang herrscht, denn ich war 12 Jahre lang einer. Ich weiß alles über schlechte Befehle. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was dir einer sagt, und dem, was du für richtig hältst. Ich war 12 Jahre lang einer. Ich weiß alles über schlechte Befehle. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was dir einer sagt, und dem, was du für richtig hältst. Völlig richtig. Und wie haben Sie das gehandhabt? Derartige Befehle, meine ich. Ich habe gekündigt. In 2 Monaten liege ich am Strand. Ich kündige nicht. Aber ich respektiere Ihren Idealismus. Das ist lange her. Jetzt bin ich bei Interpol. Interpol, hä? Hören Sie, ganz unter uns, mir wurde gesagt, ich soll unnötige Ermittlungen unterlassen. Sie sollen wissen, dass ich so ein Vorgehen ablehne. Wer hat Ihnen diese Vorgabe erteilt? Männer, die Politik machen und selbst niemanden verhaften. Sie wollen den Ehemann des Opfers, Johnny Gunn, Ex-Sicherheitsmann, schwer augmentiert. In Ordnung. Aber wenn Sie das ablehnen, wenn Sie wissen, dass Dinge falsch laufen, warum unternehmen Sie dann nichts dagegen? Das habe ich gerade. Mir sind die Hände gebunden, aber Interpol könnte parallel ermitteln. Der Tatort ist da drüben. Und Johnny wohnt nur ein paar Blocks von hier entfernt. Ich sagte nie, dass ich an Ihrem Fall arbeiten werde. Doch, das haben Sie. Sie haben es Ihrer kleinen Freundin da drüben versprochen.
oder nicht. Sie redet nicht mit Cops, weil sie uns nicht traut. Sie ist klug. Ich habe Befehl, den Ehemann zu verhaften. Falls sie Johnny vor meinen Jungs erwischen, vielleicht erfahren wir dann was Neues. Ich sag Ihnen, was ich rausfinde. Okay, optional den Tatort untersuchen. Den Tatort untersuchen. Na gut, was finden wir denn hier? Ich gucke aber ganz kurz, was da jetzt so steht. Optional. Oh, können wir sogar markieren. Ja? Ach so, dann ist sich ja nur so ein kleiner Radius aktiviert. Ja, aber trotzdem, ich habe angeboten, bei der Untersuchung des Mordes von Angela Gunn, ja, zu helfen. Zumal ich den Eindruck habe, dass Detektiv Karl Montag unsere Hilfe oder jede Hilfe braucht, die er kriegen kann. Ja, er kriegt unsere Hilfe, ist ja kein Problem, machen wir. Alles easy. Helfen wir, dann machen wir das jetzt erstmal. Gucken wir erstmal durch uns am Tatort um. Ja, Tatort untersuchen. Gut, was haben wir denn da? Das sieht aus wie eine Kamera. Jetzt spielen wir hier den Detektiv. Studiotasche. Kann ich nicht reingucken. Warum nicht? Wie ich aber mal einfach jetzt hier alles anfassen darf. Wunden untersuchen. Ah, okay. Okay, Wunden untersuchen. Die Quetschungen an Angela Gans Hals sind frisch. Offenbar hat sich der Mörder erwürgt und dabei einen teilweise Fingerabdruck hinterlassen. Ja, okay, aber hilft mir das weiter? Mit den Fingerabdrücken? Alle Beweise sichern. 1 von 7. Oh, wie cool ist das denn? Wir spielen jetzt Detektiv. Yeah. Oh, was haben wir denn da oben? Optional. Alle. Ja, nee, machen wir. Optional ist super. Ich mag das. Da haben wir wieder eine Kamera. Warum sind hier überall Kameras? Du da. Du bist ein Beweisstück. Okay, Story-Objekt erhalten. Ja, sehr gut. Ob ich auch wohl alle finde? Wunde untersuchen. Ah, okay. Über Angela Gans linken Arm sind Schnittwunden. Offenbar wurde ihre Augmentierung gewaltsam entfernt. Oha. Heftig. Hä, ist das die überhaupt? Das ist die doch gar nicht. Wie das einfach mal nicht ist. Hä? Okay. Jetzt können wir nochmal Nadel. Nadel untersuchen. Die hat blonde Haare. Auf dem Bild hat sie keine blonden Haare gehabt. In Angela Gans rechter Schulter steckt eine abgebrochene Nadel. Oh. Nur weil Montag ihn okay. Traut, muss ich das doch lange nicht. Ja, komm. Etwas wird sie dazu antreiben. Und hier können wir nichts mehr machen. Okay, Ruhe in Frieden. Gefühl, ich würde dich gerne abdecken, aber irgendwie. Ja, haben die keine Decken. Jetzt müssen wir weitersuchen. Jetzt können wir da nicht mehr drauf rumklicken. EMP-Fragment. Ein Fragment, das in der Nähe von Angela Gans Leiche gefunden wurde, vermutlich von einer MP-Granate, mit der vorwiegenden Elektronik deaktiviert wird. Oder Menschen im Argumentierung. Menschen mit Argumentierung, ja. Okay, du kennst dich aber aus mit dem Zeug. Ist ja nicht so, als hätten wir selbst davon welche. Okay, 4 von 7. Wir sind Detektiv Jansen. Hallo Daria, ich bin fleißig dran. Ausweis. Na, das ist sie. Das ist sie. Das ist richtig. Nova Praska, Bravat. Angela Gunn. Der Presseausweis der Mordopferin. Okay, Angela Gunn war Reporterin. Ach, auch das noch. So, ach. Das ich glaub, auch noch. Du hast was gefunden? Streifendienst. Ja. Ja, einen Moment. Zerbrochene Brille. Oh. Das ist aber mehr als zerbrochen. Sieht aus, als gehört das zu einer Brille. Ja, denke ich aber auch. So, noch eins. Du sagst, du hast was gefunden? Ich habe einige Fragen an Sie. Ich werde kooperieren. Sie haben Ihre Hilfe zugesagt, also will ich auch helfen. Okay. Was haben Sie hier gemacht? Ich habe Starlight gesucht, meine Katze. Da war ein Blitz und die plötzliche Sicherheit. Ich wusste, dass gerade etwas Schreckliches geschah. Wo waren Sie genau? Im Schatten. Kopf gesenkt. Ich konnte mich nicht bewegen. Du bist so dumm, Daria. Ich hätte heute nicht ausgehen sollen. Schlechte Energien. Deine Katze? Warum habe ich das Gefühl, dass sie so langsam zu einer Verdächtigen wird? Sollte ich sonst noch etwas über sie wissen?
Sie wollen mehr über Daria wissen. Was gibt's da zu sagen? Kleinstadtmädchen will in Großstadt ihren Problemen entfliehen. Jemand anderes werden. Hat's geklappt? Nicht wirklich. Man kann nicht vor sich selbst fliehen. In der Großstadt werden deine Probleme nicht kleiner. So funktioniert das nicht. Wie ging der Angriff vor sich? Was hat der Mörder getan? Er war über ihr und hat ihr das Böse rausgeschnitten. Zumindest hat er es so genannt, glaube ich. Sie haben seine Stimme gehört? Laut und deutlich. Er klang selbstbewusst, autoritär, wie ein General, der Truppen befehligt. Was genau hat er gesagt? Es ist Zeit, dich wieder gesund zu machen. Das sieht alles andere als gesund aus, was mit der passiert ist. Ich glaube nicht, dass er sie geheilt hat. Also, sieht für mich nicht so aus, aus meiner Sicht. Nee. Haben Sie irgendeine Erinnerung daran, wie der Mörder aussah? Ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur einen Schatten gesehen. Der Mann war sehr groß. Der Schatten hat alles verdeckt. Sie können ihn also nicht beschreiben? Sein Gesicht nicht, nein. Seine Kleidung war sehr dunkel. Schwarz, vielleicht blau. War er augmentiert? Er hat sich so bewegt, aber ich bin nicht sicher. Wie Augmentierte bewegen sich anders? Aber vielleicht mit den Fähigkeiten, die sie haben. Warum trauen Sie der Polizei die Aufklärung des Falls nicht zu? Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Was für Erfahrungen? Pfiffe, die ich nicht wollte. Unberechtigte Strafzettel. Die Polizisten hier sind schlimmer als Kinder. Ihr Lebenshöhepunkt war, Teamkapitän ihrer Schulmannschaft zu sein. Ich war Kapitän des Debattierclubs auf der Highschool. Naja, das ist was anderes. Okay. Was halten Sie von Montag? Haben Sie ihn schon mal getroffen? Ich war vor Jahren mal auf dem Revier, um mich über einen Strafzettel zu beschweren. Detective Montag ist für den Papierkram zuständig. Wie hat er sich angestellt? Ganz okay, aber er ist ein Schreibtischhengst. Sehen Sie, wie verloren er wirkt? Die Bullen, die einen Mörder fangen können, die werden bei ermordeten Optis nicht eingesetzt. Ernsthaft, da oben steht Broken Body? Broken Body. Ernst jetzt? Okay. Gut, wir gehen. Ich tue, was ich kann, um bei den Ermittlungen zu helfen. Viel Glück. Ja, danke für deine Glückwünsche. Aber du hast mir jetzt nicht geholfen, ne? Ich hatte vorhin irgendwie gehört, dass sie sagte, ich habe... Ja, okay, sie hatte ja... Ja gut, sie hatte Infos für uns, ja. Ist ja richtig. So, ein Teil brauchen wir noch. Ich wünschte, wir könnten jeden... Wo ist es? Ist es in deinem Ohr? Lass mal reingucken. Nee, ist sogar recht sauber. Ich hätte mir das anders vorgestellt, mit ein bisschen mehr Haare drin. Aber ich kann ja noch ein bisschen weiterlaufen. Hallo, Klatschmaul. Mit dir haben wir nämlich mal gesprochen. Das weiß ich noch. Stellt vor, das wäre er. Und das hier. Wo ist das letzte? Da. Nee. Rechts die ganzen Einblendungen. Story-Objekt erhalten. Story-Objekt erhalten. Noch ein Story-Objekt erhalten. Naja, jetzt die Brille. Ah, komm. Hier muss doch irgendwann was kommen. Ich gucke jetzt die ganze Zeit auf den Boden, weil da irgendwie das meiste lag. Ah, jetzt entferne ich mich. Na komm, wo ist das letzte? Wo ist es? Vielleicht hier? Hey, was machen Sie da? Können Sie bitte aufhören, sie anzustarren? Bedeckt sie doch mal, Mensch. Zieh zumindest... Okay, du hast keine Jacke. Na gut. Die hat eine komische Jacke oder Mantel. Das sieht aus, als hätte die richtig dicke Muggis. Naja. Ihr steht hier aber auch alle im Weg, wisst ihr das? Ich möchte hier nach Hinweisen suchen. Könntest du mal... Hör mal. Widerlich, nicht wahr? Ja, du bist widerlich. Hör auf, das zu filmen. Glauben Sie, ich weiß nicht, was hier los ist? Ach, du schon wieder. Was für eine kranke Scheiße. Hier ist aber auch nichts. Komm, irgendwo muss noch was sein. Vielleicht irgendwelche Blutspritzer. Ah, ne. Was ist denn los manchmal, ey? Als würde ich in die Zukunft gucken.
Argumentierung untersuchen, okay. Ah, das sieht aus wie Augen. Eine herausgerissene Argumentierung, wer immer das getan hat, wollte sie wohl nicht für sich. Er wollte sie nur aus dem Körper entfernen. Nee, aber das sind ja nicht ihre Augen. Die sind ja noch da. Ja, irgendwelche Argumentierungen. So, optional haben wir gemacht. Alle Beweise sichern. Joa. Können wir jetzt, weiß ich nicht, können wir mit dir sprechen? Ah. Amüsieren Sie sich gut, Detective?